Was macht dieses Geschnetzelte so anders? Das Hähnchenfleisch wird ergänzt mit gebackenem Ofengemüse und bringt eine ganze Menge Röstaromen mit ins Geschehen. Und dazu lade ich dich jetzt in meine Küche ein. Nimm einfach Gemüse deiner Wahl. Ich habe rote Paprika, Aubergine und Zucchini verwendet, gestückelt und gebe sie in eine Ofenform. Und auch Tomatenstücke gebe ich dazu. Frische Kräuter wie Rosmarin und Thymian werden obenauf verteilt und schließlich rundet ein großzügiger Schluck Olivenöl das Ganze ab. Für rund eine Stunde wird das Gemüse gebacken. Widmen wir uns derweil dem Fleisch. Ich habe hier 4 große Hähnchenbrustfilets, die ich längs halbiere und dann in Streifen schneide. Zum Fleisch kommt nun großzügig das Paprikapulver dazu, sowie 3 Esslöffel Speisestärke. Und nun alles ordentlich miteinander vermengen. Die Speisestärke wird uns das Fleisch schön saftig und zart halten und die Soße bekommt später durch die Stärke eine sämige Konsistenz. In einer etwas höheren Pfanne erhitze ich mir jetzt Olivenöl. Hat das Fett dann Temperatur, gebe ich gewürfelte Zwiebeln und Knoblauch dazu. Jetzt nochmal alles gleichmäßig verteilen und für eine gewisse Spritzigkeit folgt dann noch eine gewürfelte Chilischote. Und wenn du nun Lust hast, dies nachzukochen, kannst du alle Zutaten und Mengen dem Link in der Infobox entnehmen, der dich zu meiner Homepage führt. Und sind die Zwiebeln jetzt mittlerweile schön glasig, schiebe ich alles an die Seite, damit sie Platz für das Hähnchenfleisch machen. Dies breite ich jetzt aus und lasse es von allen Seiten ordentlich anbraten für, sagen wir, ungefähr 5 bis 10 Minuten. Zeigt das Fleisch jetzt eine leichte Bräune, schiebe ich es auch wiederum an die Seite und gebe einen guten Esslöffel Tomatenmark dazu. Auch dies lasse ich jetzt für 2-3 Minuten anrösten und lösche dann mit Weißwein ab. Wenn du den nicht nehmen möchtest, verwendest du später einfach etwas mehr Gemüsebrühe. Und die verwende ich jetzt, sowie der Weißwein wieder etwas einreduziert ist. Und während jetzt alles auf mittlerer Temperatur einreduziert, hole ich das Ofengemüse raus. Und bevor ich jetzt alles in die Pfanne mit dazugebe, habe ich vorher noch die Kräuterstängel rausgeholt. Und erst jetzt, wenn sich diese ganze Geschmacksvielfalt miteinander verbunden hat, würze ich mit Salz und Pfeffer nach. Und ganz zum Schluss für die cremige Konsistenz gibt es nochmal einen Becher Creme Fraiche dazu, den ich dann vorsichtig unterrühre. Die Herdplatte habe ich bereits ausgeschaltet und lasse alles nochmal für 4 bis 5 Minuten nachziehen. Als Beilage habe ich Nudeln gewählt. Verrat du mir doch mal in den Kommentaren, ob du Reis, Kartoffeln oder sogar noch was ganz anderes dazu nehmen würdest. Ich freue mich riesig, wenn ich dich dafür begeistern konnte und du mir das mit einem Daumen nach oben und einem netten Kommentar bestätigst. Viel Spaß beim Nachkochen und ganz liebe Grüße, die Novi.